Sachsen-Lotto präsentiert Gute Taten in Sachsen. Gute Taten in Sachsen führt uns diesmal nach Dresden. Pieschen zum Mädchentreff Lucy. Hey, hallo! Seit 1999 kümmert sich hier der Invia e.V. insbesondere um sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Und 2003 wurde hier das Projekt Heldinnen des Alltags ins Leben gerufen. Dankeschön! Zweimal in der Woche nachmittags ist die Anne Tews für junge Mädchen und auch Jugendliche hier da. Schönen guten Tag. Hallo. Hier wird gerade gebastelt. Genau, wir machen heute Ketten aus Unterlegscheiben. Mhm. Genau. Das macht den Mädchen richtig viel Spaß, wie man sieht. Sieht ja auch sehr dekorativ aus. Ja, genau. Das Projekt heißt ja Heldinnen des Alltags. So ist es. Wie kann man das konkret verstehen? Naja, die Mädchen, die hierher kommen, kriegen halt einen Raum für sich zum Ausprobieren, um Solidarität miteinander zu erfahren, um gestärkt zu werden auch in dem, was sie tun und was sie wollen, von uns Unterstützung zu bekommen und naja, klar, einfach um Spaß zu haben. Das klingt gut. Warum ist das hier notwendig? Was meinst du? Naja, der Stadtteil Pieschen ist schon ein bisschen, also die Kinder, die hierher kommen, kommen schon aus unterschiedlichen sozialen Verhältnissen und haben mitunter einfach auch nicht die Möglichkeiten, wie andere Kinder an Freizeitaktivitäten teilzunehmen, die ja dann auch meistens Geld kosten etc. Ja. Und so kommen die Mädels hierher, genau, und es wird gut besucht, der Treff, und ich glaube, wir sind hier ganz am richtigen Platz. Ja. Ihren Kettenanhänger schon fertig hat die kleine Fatima, deswegen spielt sie jetzt mit der Juliane Diekmann hier vom Vereinsvorstand Memory. Juliane, wer gewinnt denn hier? Also ich nicht. Auf jeden Fall ist das Projekt ganz großartig, wie wir hier sehen. Wie wird es denn finanziert? Das ist ja immer die große Frage. Ja. Also wir haben von der Glücksspirale 24.047 Euro gekriegt. Genau, für dieses Jahr dieses Projekt Heldinnen des Alltags durchzuführen. Mit Unterstützung der Caritas, die haben uns geholfen, den Antrag einzureichen und finanzieren auch einen Teil. Mhm. Und dann müssen wir noch einen großen Teil an Spenden erwirtschaften oder einen Teil. Mhm. Kann genau. Man das auch so machen oder so sagen, dass die Glücksspirale es überhaupt damit möglich macht, dass das Projekt so weitergeführt werden kann? Ja, das auf jeden Fall. Ohne die Glücksspirale wären wir jetzt, glaube ich, nicht hier und könnten nicht spielen und basteln. Die Glücksspirale wird in Sachsen von der Sächsischen Lotto GmbH angeboten. Damit ist auch diese Verwendung der Reinerträge ganz im Sinne des § 10 des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag. Dieser bestimmt, dass die Reinerträge der staatlichen Lotterien und Wetten im Freistaat gemeinnützig in den Bereichen Suchtprävention, Sport, Kultur und Wohlfahrtspflege sowie Umwelt eingesetzt werden. Hui. Und damit verabschiede ich mich aus Dresden-Pieschen. Sie können gespannt sein, von wo ich mich in der nächsten Folge Gute Taten in Sachsen melde. Bis dahin, tschüss. Gute Taten in Sachsen, präsentiert von Sachsen-Lotto.